Was ist der Sinn des Lebens laut diesem Buch? So sagt Gott in Sure Zariyat, das ist die Sure 51, Vers 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn erschaffen, nur erschaffen, damit sie mir dienen. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Und wenn wir ihm dienen, weil Gott braucht deinen Gottesdienst nicht, dann wirst du zwei Nutzen erfahren und das kann nur derjenige spüren, der den Islam bewusst lebt. Und ich sage bewusst, bewusst lebt, denn es gibt viele Menschen, die sich mit dem Islam schmücken, die sich aber nur mit dem Namen schmücken, die diese Botschaft aber nicht verinnerlicht haben. Wer den Islam verinnerlicht und wahrlich gläubig ist und diese Botschaft praktiziert, dem wird Gott im Diesseits erstens ein glückliches Leben geben. Allah sagt in Sure 16, Vers 97 oder 94: Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir wahrlich ein gutes Leben bescheren. Und das ist das, was wir als praktizierende Muslime, täglich beobachten. Glaubt es mir, Brüder und Schwestern, und für diejenigen, die heute als Gäste hier sind. Ich habe ein Leben gehabt, ihr hättet gesagt, boah, dem geht's bestimmt super. Der ist bestimmt cool drauf, fährt mit seinem Cabriolet durch die Gegend, hört Musik und dies und das und hat viele Freunde und alles Mögliche, ja. Aber glaubt es mir, und ich habe auch gedacht, mir geht's gut. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was passiert danach? Heute geht's dir gut, morgen bist du 80 Jahre alt. Wie lange ist es her? Für diejenigen, die hier das Alter 40 erreicht haben, das Alter 50 erreicht haben, wie lange ist es her, als du noch in der Grundschule warst? Das war gestern. Das war gestern. Und morgen wird der Engel des Todes kommen. Wie oft hast du gehört, Müller, Meier, Spitz ist gestorben. Morgen wird man hören, dass du gestorben bist. Und die Zeit geht rasend schnell und deswegen muss sich jeder die Frage stellen. Jeder muss sich die Frage stellen, was muss ich tun, um den wahren Erfolg zu erlangen? Und der wahre Erfolg ist das Jenseits. Und dazu sagt Allah in einem heiligen Hadith, إِنِّي أَعْدَدْتُ لِعِبَادِ صَالِحِينَ مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَأَ لَقَلْبِ بَشَرٍ. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und Allah sagt, für jeden Menschen, kullu nafsin dha'iqatul maut, jede Seele wird den Tod kosten. Das heißt, jeder wird sterben. Wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyama. Und dann werdet ihr euren richtigen Lohn am jüngsten Tag bekommen. فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und den Paradiesgarten betritt, der hat schon gewonnen. Der hat den wahren Erfolg bekommen.